Ich habe hier jetzt schon einige Sachen auf der Liste geschafft. Ich habe mindestens 3 Wäschen zu waschen. Ich habe vielleicht auch schon ein paar Mal mitbekommen, dass ich versuche, eben auf viel Plastik und so zu verzichten. Also, dass ich keine Plastiktüten kaufe, wenn ich einkaufen gehe. Oder dass ich gucke, dass ich Obst und Gemüse lose kriege und nicht eingepackt. Hallöchen, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Ich habe, wie ihr gesehen habt, schon eine Liste geschrieben mit Sachen, die ich heute tun muss. Das ist eine Menge. Und dann auch schon ein paar Rezepte für die Woche. Und was ich... Was möchtest du denn haben, Schatz? Was denn? Ein Flaschendeckel. Nein. Die Einkaufsliste habe ich dann direkt auch schon geschrieben. Ich habe jetzt nicht für die ganze Woche es geplant, aber ist nicht schlimm. Und jetzt würde ich sagen, weil ich habe mindestens 3 Wäschen zu waschen. Wenn Emma jetzt gleich fertig ist mit... Ich wollte eigentlich sagen Essen, aber es ist eher so ein Rumgematsche. Dann gehen wir erstmal runter und machen die Wäsche an. Die eine ist schon unten in der Waschmaschine, die hatte ich noch nicht angemacht. Hier nochmal jetzt einmal hier die Wäsche, dann einkaufen. Ich muss dringend saugen, das Bad sauber machen, die Spülmaschine ist sauber, die muss ich ausräumen. Ja, das habe ich jetzt eigentlich quasi schon gemacht. Schaut euch das mal an. Nicht ausspucken, Schatz. Das machen wir nicht. Seht ihr das auf dem Tisch? Emma spuckt momentan sehr gerne Wasser aus. Nee, Schatzi, du hast es ausgespuckt. Jetzt kriegst du nicht mehr. Das war schon dein 4. Becher. Nö. Ja. Ja, also. Das ist erledigt. Mischst du raus. Dann hör bitte auf, so rumzumatschen. Das finde ich nicht schön. Guck mal, jetzt ist hier alles dreckig, Schatz. Und du auch. Und du bist ganz nass. Gut, dass du noch dein Pyjama an hast. Ja. Ja, ziehen wir jetzt mal direkt aus. Ne? Ziehen wir dir mal was Richtiges an. Fass du dich an? Oh, oh. Ist hingefallen. Hingefallen. Ja. Ja. So, genau. Den Kühlschrank muss ich ausmisten. Da sind ein paar Sachen drin, die sind schon abgelaufen und manche, die wir einfach nicht mehr essen. Da muss ich den Müll rausbringen, aber das mache ich erst, wenn ich den Kühlschrank ausgemistet habe und das Bett machen. Das werde ich jetzt gleich wahrscheinlich auch einmal schnell direkt machen, weil es ja sehr flott geht. Ja, und hier ist die Einkaufsliste. Und an Essen habe ich jetzt einmal aufgeschrieben, toskanisches Knoblauchhuhn, Bolognese, war aber Schatzi mal keine... Spaghetti, deswegen Falle. Einmal Pizzasuppe und einmal Toast Hawaii. Wäsche ist angemacht. Bett ist frisch gemacht, ne, mein Schatz? Ja. Ja. Also können wir das Bett auch abhaken. Und ich muss ja wahrscheinlich noch eine weiße Wäsche aufschreiben. Das mache ich direkt. Beziehungsweise helle Wäsche. Denn ich habe gerade die Wäsche sortiert nach Farben aus unserem Wäschekorb. Und... Es ist sehr viel. Ich habe ja unten jetzt schon die eine weiße angemacht. Aber ich habe jetzt noch
die zwei Körbe hier, das ist einmal helle Wäsche, also das ist auch so hellblau, hellgrau und sowas. Und ja, dann bunt, dunkel, dunkelbunt. Und das ist so ein Riesenkorb. Ich muss gucken, ob ich das nochmal in schwarz und bunt sortiere oder ob das so in die Maschine passt. Herr Flitzepuppe? Ja. Ja? Ja. Was machen wir jetzt? Oh, 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 oh. Hebst du das mal auf, Schatz? Oh. Na. Der wollte weg. Nicht hinwerfen, Schatz. Ja, hallo. Das ist viel zu laut, Schatz. Nee. Das macht den Boden kaputt. Ja, und der Boden, ich weiß gar nicht, ob man es jetzt so sieht, aber der ist total krummelig und dreckig. Deswegen denke ich, sauge ich jetzt einmal. Schau mal, das Wohnzimmer, den Rest mache ich dann, glaube ich, nachher. Da passt man mal ganz kurz nicht auf. Wolltest du auch was reinschreiben? Ja, sie nickt. Was habe ich denn Wichtiges vergessen, Schatz? Auf der Einkaufsliste, was wolltest du denn haben? Bestimmt ein Quetschi oder so, ne? So ist das. Die Wäsche ist an. Den Kühlschrank habe ich ausgemistet. Nur grob, nicht sauber gemacht. Der Müll ist weg. Ich habe jetzt schon einige Sachen auf der Liste geschafft. Aber jetzt geht Emma erstmal ins Bettchen, Mittagsschlaf machen. Danach essen wir Mittag. Und dann von da einkaufen. Liest du ein Buch, mein Schatz? Emma schläft jetzt und ich werde jetzt noch ein paar Minütchen warten, bis sie richtig tief schläft und dann die Spülmaschine ausräumen und mit dem dreckigen Geschirr wieder einräumen. Was wollte ich danach machen? Ach ja, genau, ich wollte dann schon auch fürs Mittagessen direkt das Essen vorbereiten, damit das dann auch schon was abgekühlt ist und ja, wenn ich mehr warten muss, müssen sie nicht mehr warten, wenn sie wach wird. Ich habe mir jetzt mal einen Kaffee gemacht und jetzt kann ich auch noch die Spülmaschine abkreuzen, denn die habe ich ausgeräumt und dieses dreckige Geschirr eingeräumt, was wir noch von gestern Abend hatten. Schön um den Kaffee. Das ist mein Kaffee. Oh, 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 oh. Alle. Alle. Wir sind jetzt mal ein Glas hingestellt. Ja. Ibi, ja.
Da. Du sollst nicht nur den Belag runter essen. Emma isst jetzt und dann gehen wir runter, hängen die Wäsche auf und fahren dann einkaufen. Trägst du mein Portemonnaie? Ja. Wir haben die Wäsche aufgehangen, beziehungsweise auch den Trockner angemacht und Emmas Wäsche angemacht. Das heißt, die beiden Sachen kann ich jetzt direkt abhaken. Wo sind wir denn? Dankeschön. Noch eine? Dankeschön. Wir sind zurück vom Einkaufen. Und jetzt räume ich das Ganze erstmal weg. Schon geht's aus. Hier oben ist voll chaotisch. Ja. Und ich packe hier überall immer Zeber rein, weil der Kühlschrank, ja, ich mag ihn überhaupt nicht, weil der wirklich nonstop ausläuft und dass hier alles immer runterläuft, die Seite runter, wie immer voll die Pfützen haben. Das kann ich wirklich mehrmals am Tag wechseln. Ja. Hier unten ist jetzt das Obst und Gemüse drin. Das zieht sich direkt runter und kann das aber dann noch ein bisschen weiter saugen, das Wasser aufsaugen. Die passt jetzt nicht mehr rein. Dann sind hier die Konserven und hier sowas, trockneten Tomaten für die Gerichte, die nicht in den Kühlschrank müssen. Die packe ich einfach immer hier rein und tue das dann in unser Kämmerchen. Und richtig cool, bei Aldi hatten die jetzt so einen Aussteller mit Putzmitteln aus dieser Pro Nature Reihe. Finde ich richtig cool. Ihr habt vielleicht auch schon ein paar Mal mitbekommen, dass ich versuche eben auf viel Plastik und so zu verzichten. Also dass ich keine Plastiktüten kaufe, wenn ich einkaufen gehe oder dass ich gucke, dass ich Obst und Gemüse lose kriege und nicht eingepackt. Sowas finde ich dann auch immer richtig cool, was halt eben nicht so ganz umweltschädlich ist, wie hier zum Beispiel aus recyceltem Plastik, Inhaltsstoffe aus natürlichem Ursprung und keine Farbstoffe. Das hatte ich auch letztes Mal schon. Damit war ich echt sehr zufrieden. Also ich habe da jetzt kein Gefühl gehabt, dass das weniger gut funktioniert. Wir waren jetzt noch einmal bei ihrem Opa im Garten und dann haben wir die Kois gefüttert und haben geschaukelt. Und jetzt sind wir wieder zurück. Ich habe jetzt gerade unten Emmas Wäsche aufgehangen und in den Trockner getan. Hab die frische Wäsche mit hochgebracht und werde die jetzt falten. Und ich mache jetzt einfach ein bisschen Fernsehen an, dass ich in Ruhe den Berg Wäsche falten kann. Haken. Leider gehen die meisten Erfindungen schief. Zwar essen wir heute das Toast Hawaii und da ich das ein bisschen anders mache, glaube ich, als man das sonst kennt, das habe ich von meiner Mama so, die hat das schon immer so gemacht und ich habe das halt einfach so übernommen und dann dachte ich, zeige ich euch das mal. Natürlich Toast, dann Hühnerbrust oder Putenbrust, ist eigentlich egal. Ich glaube, normalerweise wird das mit Schinken gemacht, ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Direkt auf die Toasts, genau. Das machen wir einmal. Schwupp. Ananasringe. Überall einen drauf. Ist, glaube ich, klar. Maiskörner. So. Und dann als nächstes, was das Ganze so extrem lecker macht, ist Sauce Hollandaise. Also ich habe das zumindest noch nirgendwo in einem Restaurant oder so gesehen oder bei irgendjemand anders, dass die das mit drauf machen. Aber das ist so lecker. Und ich habe das einmal mit einer anderen gemacht und es hat gar nicht geschmeckt. Also wirklich. Die von Locool, das ist die allerbeste. Und dann Curry drauf machen. Und als letztes Gouda. Manche machen da auch diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen,
diese Schmelzkäsescheiben, die man oftmals auf dem Toast macht. Auch das, finde ich, schmeckt gar nicht darauf. Oder auch irgendwie so ein anderer Käse, aber wir mögen halt Gouda am liebsten und auch Butterkäse oder so. Und fertig sind sie. Oh Gott, die Ogade. Das kann was werden. Deutschlands Lauf-Neuen-Reiter. Emma schläft. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Ich schneide jetzt noch diesen Block hier, damit ich den für morgen hochladen kann und hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Einfach mal so einen ganz normalen Einblick in meinen Alltag als Mama und Hausfrau. Dann sage ich bis zum nächsten Mal.